Thank you.
Nein, überhaupt nicht. Du bist der Lieblingsmann der Welt. Du bist du mit Verzeih. Ein Gespät in mein Zimmer, voll Knoblauch und Lachen. Du meinst, dein Vater sperrt dich in dein Zimmer ein. Allerdings, obwohl ich nicht schon 18 bin, Zimmer bleiben. Das ist doch normal. Ich weiß, ein guter Wesensgeruch. Er war hier.
der Welt. Kann es Zufall sein, dass wir uns trafen nie? Sarah, bist du wach? Bitte komm noch an dein Fenster. Ich stehe hier im Mondlicht und wünsche mir, ich wäre bei dir. Nicht so laut, ich bin ja da. Mach bloß keinen Lärm, sonst könnte ich verpacken. Kann es wirklich sein? Es ist ziemlich spät. Du und ich allein. Thank you.
der Nacht, die mir die Freude macht, Besucher herzuführen. Meine Herren, ich sehe es dir gern, sie müssen sich nicht ziehen. Die Furcht ist mein Mantel, die Nacht mein Revier. Ich bin Graf von Krolok, dieses Schloss gehört mir. Oh, das Nacht, in uns bewahrte Ohr, das Hässliche zu sehen. Sie ist sacht an dunkle Träume, und es tut es auf der Schnee. Und mir nach, in meine Dunkelheit, um in der Wort zu gehen. Wenn er sich auf freien Stimmen zu mir gesetzt, was dich fasst.
vertrau mir. Im Traumland der Nacht herrsche ich als Mann, der auf Thank you.
schöner Traum. Ein Glück, dass es nicht wahr ist. Das Gute siegt, ich zweifle kaum, auch wenn mir noch nicht klar ist, wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Er sprach von ihr, also ist sie hier. Heut oder nie finde ich zu ihm. Heute scheint mir halb so schwer, was mich gestern noch mutlos machte. Denn ich fühle mehr und mehr ihre Nähe, seit ich erwachte. Wie kommt dieses Frühstück her? Kann es sein, dass es Sarah brachte? Jemand kam, oh ja, ich höre. Ein weiches Bett, ein ruhiges Heim, erfrischend, Geist und wieder. Ein Tässchen Tee, ein Haferschleim, und schon erfüllt mich wieder. Logik, Logik und Drang zur Pädagogik. Herr Professor, er hat gesagt, folge deinen verborgenen Trieben. Sarah muss hier irgendwo im Schloss sein. Ganz schön abgebrüht, der Bursche. Wer? Na, der Graf. Will uns wohl vergackeiern. Der Graf hat beinahe sein Inkognito verraten. Er nannte sich Nachtvogel und nutzlos bei Tag. Bleibt nur noch die Frage, wo ist sein Sarkophag? Sein Sarkophag? Na, der Sarg, in dem er tagsüber liegt. Sie meinen in einem Grab? Nicht in einem Grab, Junge. Ein Grab ruht in einer Gruft. Jedes Schloss hat so eine. Wir wollen uns gleich auf die Suche danach machen. Gleich. Selbstverständlich. Der Tag ist nie geschafft. Zum Gruft suchen. Alles wird gut. Heute ist ein perfekter Tag. Kann niemand tut, was nur Helden gelingen mag. An einem Tag wie heute geht man durch Feuer. Man findet Gold und besiegt Ungeheuer. Moment. So eine Gruftsuche muss strategisch klug geplant sein. Ja, Herr Professor, aber wir dürfen nicht beeilen. Dann brauchen wir das richtige Werkzeug. Pack du die Tasche. Ich gehe schon mal vor und erkunde die Lage. Steigen dunkle Visionen
an so einem Tag. Kam mit einem Schlag Kolumbus auf den einen Tisch. Und Ikarus dachte, er könnte fliegen. Und sah an den Tisch in die Grube gestiegen. Also ich muss dir jetzt schon was sagen, mein Junge. In der Theorie
ja schon recht brav. Aber in der Praxis, da hapert's noch gewaltig. Das hilft mir nicht so, Hollende. Das war heute eher eine Blamage. Oh, man beginnt bei Aristoteles und Pedokles und Christ Marmides und die kommen aus Diogenes, Antiochus, Marmides, Antiochus, Tibus, 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 klingt aus dir Musik. Wenn dein Moment hier ist, dann spricht für dich dein Blick. Und der Mensch, den du magst, versteht, was du sagst. Und wärst du auch still, dein Herz verrät, dass Liebe in dir ist, die nicht mehr schweigen will. Manchmal sagt ein Kuss mehr als tausend Worte. Ein Mann in der Wissenschaft.
endlich Nacht, kein Stern zu sehen. Der Mond verstellt sich, denn grad vor mir kein Licht im Weltenmeer, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stimme und in mir die Schattenbilder meiner Qual.
sobald euer neues Jahrtausend beginnt, ist der einzige Gott, dem jeder dient, die unstillbar.
kein Gefühl und kein Land. Einmal dachte ich, ich liebe den Wald. Jetzt entwickelt sie gleich deine Welt. Sound sie aus!